genau, ausmachen. Ne? Ausmachen. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Der 1. FC Magdeburg wird am Samstag das nächste Ligaspiel bestreiten anlässlich des 31. Spieltages in der zweiten Bundesliga. Heimspiel hier vor heimischer Kulisse. 17.900 Tickets sind im Moment weg für das Heimspiel gegen Greuther Fürth. Anstoß wird 13 Uhr sein. In etwa 700 Gästefans werden erwartet, die mit zum Großteil mit einem Sonderzug anreisen, so ein bisschen eine Mottofahrt machen hier nach Magdeburg. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass es eine schöne Kulisse wird. Ja, rechnen tut der 1. FC Magdeburg mit etwa 18.200 Fans dann am Spieltag. Die Tageskassen öffnen wie gewohnt 2 Stunden vor dem Anstoß, also 11 Uhr. Und an meiner Seite darf ich natürlich unseren Cheftrainer Michael Oenning begrüßen und Mittelfeldmann Rico Preisinger. Michael Oenning, wie schaut es aus mit Blick auf dieses Spiel? Personell, gestern haben einige Jungs gefehlt, aber heute geht es ja weiter. Wird der eine oder andere da vielleicht zurückkehren? Guten Tag auch von meiner Seite. Was mich viel mehr interessiert, unter welchem Motto reisen die denn? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay. Ja, genau, ja, das Vereinsjubiläumsbezogen. Genau. Ja, dann mal los. Ja. Mottofahrt. Ja, kommen wir gleich zum Personal. Und wie gesagt, wir hangeln uns so durch die Woche, weil wir so eine leichte Erkältungswelle haben, hoffentlich jetzt zum Ende kommt. Einige Spieler, die deswegen nicht trainiert haben in der Woche, sind wahrscheinlich heute wieder komplett dabei. Dementsprechend warte ich jetzt gleich mal ab. Aber richtig verletzt im Sinne von, dass er nicht spielfähig ist, ist im Grunde nur unser Torwart, Roger Loria, der nicht spielen kann am Wochenende. Alexander Bruns, der auch einen Schlag abbekommen hat, der so ein bisschen mit den Restwehen eines Blutergusses zu kämpfen hatte, denke ich mal, ist voll einsatzfähig und dementsprechend wird er auch im Tor stehen. Und bei allen anderen, müssen wir ihn sehen. Ich denke, dass sie bis Samstag soweit einsatzfähig sein werden. Ja. Und Philipp Türpitz, aber das ist ja bekannt. Ja, genau. Ja, mit Greuther Fürth gastiert mal wieder eine starke Mannschaft hier in Magdeburg. Was erwartet uns, was erwartet Ihre Mannschaft aus Ihrer Sicht? Ja, auf jeden Fall ein Gegner, der ähnlich wie Regensburg, glaube ich, keine größeren Sorgen mehr hat, um nach oben oder nach unten irgendwo in die Bedrohung zu geraten. Insofern können die frei aufspielen. Eine Mannschaft, die auch mit dem Trainerwechsel jetzt auch durchweg gute Ergebnisse erzielt hat, aber dennoch auch eine Mannschaft, die wir hier zu Hause schlagen wollen, auch wahrscheinlich auch müssen. Und dementsprechend gilt unser Fokus ganz klar auf uns, auf das Spiel gerichtet, dass wir mit aller Macht versuchen, einen Heimsieg zu erringen. Und da, denke ich, kommt mit Fürth auch ein Gegner, wo wir durchaus eine realistische Chance haben, dass uns das gelingt. Danke, Trainer. Rico, das Regensburg-Spiel ist abgehakt. Wir blicken auf Samstag auf Greuther Fürth. Ein paar Erinnerungen gibt es natürlich auch noch an das Hinspiel, war auch das erste Pflichtspiel des Trainers. Mit Blick auf dieses Spiel, was wird notwendig sein aus deiner Sicht, damit die Mannschaft, damit ihr gemeinsam erfolgreich sein könnt? Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Wie schon richtig gesagt, im Hinspiel, da war ich auch noch nicht dabei. Da war ich noch angeschlagen, aber habe das Spiel natürlich mit dem Fernseher verfolgt. Und dass wir das Spiel damals verloren haben, das war ja schon ein Wahnsinn. Deswegen haben wir da, denke ich, noch eine kleine Rechnung offen. Das ist uns allen bewusst, dass wir sie da schon am Rande der Niederlage hatten. Und für uns gilt es, mit voller Überzeugung in dieses Spiel zu gehen am Samstag und mit den Fans im Rücken hier unsere Bestleistung auf den Platz zu bekommen und dann auch die 3 Punkte hier zu lassen. Ja, danke, Rico. Dann eröffnen wir gleich die Fragerunde. Gibt es Fragen Ihrerseits? Michael Nowak, bitte. Herr Oenning, ich bewundere gerade Ihr neues Outfit, diese Frisur am heutigen Tage. Eine Frage der Mode, eine Frage des Wetters oder leiten Sie damit was ein? Eine Frage der Notwendigkeit. Es war mal wieder Zeit, mir die Haare zu schneiden. Rudi Bartlitz, bitte. Nee, Achim Mali. Nicht daran anknüpfen, sondern an die Bemerkung, das war Wahnsinn, dass das Spiel in Greuth noch so wegging. Sie ja noch natürlich vor Augen. War leider nicht das einzige Spiel, was man im Nachhinein mit Wahnsinn bezeichnen könnte, was Gegentore und Punktverluste betrifft. 9 Jahr 10-10 Tore, wenn ich richtig gezählt habe. 10 hinten hört sich gut an, 10 vorn sind zu wenig, wie wir alle wissen. Das Problem
möglicherweise, weiß ich nicht, war auch im letzten Spiel aus meiner Sicht erkennbar, die rechte Abwehrseite, Sie hatten sie mal mit Hülter besetzt gehabt, jetzt zuletzt hat Rother da gespielt. Ist das eine endgültige Lösung oder welche Erkenntnisse haben Sie aus den Spielen, wo die Genannten auf dieser Position gespielt haben? Ja, das ist jetzt immer ein großer Kausalzusammenhang. Ne? Also die Tore anzuführen, weil wir hinten auf der rechten Seite Schwierigkeiten haben, weiß ich nicht. Da sind nicht so viele über unsere rechte Abwehrseite gefallen. Ja, letzte Woche. Wenn wir das dann so zusammenfassen. Ja, ich meine, es gibt zwei Dinge. Ne? Zum einen, ja, in der ersten Halbzeit hatten wir große Schwierigkeiten. Das hat aber damit zu tun, dass Daimann ein unheimlich gutes Spiel gemacht hat. Und dass der auch wirklich an dem Tag uns vor große Probleme gestellt hat. Wir haben es dann im Laufe des Spiels geändert und haben es in den Griff gekriegt. Ich meine, das gehört auch zum Fußball. Es kommt auch mal vor, dass tatsächlich Gegenspieler dann in bestimmten Situationen auch mal besser sind. Kam aber auch hinzu, das muss man natürlich auch sagen, ich würde es jetzt nicht irgendwie jetzt, also ich nehme mal an, es geht ja in Richtung Björn Rother, ihm alleine dann den schwarzen Peter hinwerfen, da gehören schon mehrere dazu. Ne? Das ist klar, dass wir da nicht gut verteidigt haben, das wissen wir. Und das ist aber auch ein Teil des Fußballs, dass man auf Fehler reagiert und versucht, sie dann im laufenden Prozess auch zu ändern. Ne? Also fürs nächste Spiel, vielleicht kommt auch die Frage dahingehend, wir haben dann umgestellt auf Dreierkette, ne? Ob wir jetzt im System was verändern, das hat auch wieder mit dem Gegner zu tun. Wie es betraf generell diese Position? Die Position, ja. Ja, aber die. Wenn keine Viererkette ist, weil derjenige, der überall spielt, das war Hülter oder eben Rother, nicht auf einer Linie in meinen Augen gespielt hat. Aha. Und manchmal im luftleeren Raum wirkte. Ja, das ist, ja. Also, hoi. Ja. Marius Bülter spielt auch keinen klassischen rechten Verteidiger, richtig. Ne? Denn ist von vornherein auch nicht gewollt, auch zu der Zeit auch ganz anders angelegt. Auch zu dem Zeitpunkt hatten wir auch Michel Niemeyer noch, der übrigens auch wieder im Training ist, aber ich weiß nicht, ob er es bis Samstag schafft. Hatten wir natürlich einen anderen Ansatz. Da muss man das wieder taktisch bewerten. Also wie jetzt genau die Funktion ist. Ich denke schon, dass wir eine klare Viererkette spielen und egal wie hoch die spielen, das hängt davon ab, was der Gegner zulässt. Und ich möchte auch Verteidiger haben, die möglichst hoch anschließen und wenn sie in der Lage sind, bis auf die Grundlinie zu kommen, wäre das super. Da gibt es natürlich immer punktuelle Unterschiede und dass das für uns immer so ein bisschen auch im Laufe der, solange wie ich hier bin, immer eine Position war, wo wir ein bisschen experimentiert haben und benommen. Und wir werden auch weiterhin trefflich dann noch weiter experimentieren. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt ableite, dass wir da jetzt unsere komplette Schwachstelle haben, weil so viele Tore sind da nicht gefallen. Die meisten haben wir aus Standard bekommen und vor allen Dingen auch aus unglücklichen Situationen. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hinwollen. Ja, wir werden uns da was einfallen lassen, ne, wenn das die Frage war. Manuel, hör ich schon bitte. Kommen wir mal dann zur Offensive vielleicht, weil es gilt ja vor allem das gegnerische Tor zu treffen, um zu gewinnen. Da hat ja Steven Leverenz zuletzt jetzt in Regensburg wieder in Ansätzen gezeigt, dass er wirklich dann auch zur Verstärkung werden kann und dass er was drauf hat. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Wie sehen Sie ihn in dieser Woche bisher und welche Chancen hat er möglicherweise sogar zu Beginn am Samstag? Bei Steven sieht man ähnlich wie bei Christian Beck auch, ne, wie viel Spielpraxis dann doch ausmacht. Also man kann sich natürlich nur wieder in eine alte Verfassung bringen, wenn man auch Spielzeit bekommt. Bei Steven war es eben noch anders als bei Christian. Bei Steven war es eben so, dass er nicht durchgängig trainieren konnte. Jetzt ist er seit 3 Wochen fest im Training und man merkt einfach auch, dass die alten Automatismen wieder greifen. Und dementsprechend fand ich auch, dass er in Regensburg gut gespielt hat für uns, dass er uns geholfen hat nach vorne hin, weil wir gerade diese Impulse brauchen. Und da muss man jetzt abwarten. Ne? Das geht jetzt Schritt für Schritt und das hängt ab von ihm. Wenn er weiterhin was anbietet, dann hat er natürlich auch die realistische Chance zu spielen. Das ist keine Frage. Und wir brauchen ihn, gerade auch seine Torgefälligkeit und seine Möglichkeiten im 1-gegen-1. Und deswegen bin ich froh, dass wir ihn jetzt gerade, weil auch Philipp Tüppitz eben nicht zur Verfügung steht, dass wir ihn jetzt im Kader haben. Sabine Lindenau. Ich habe eine Frage an Rico. Was macht das mit der Mannschaft, mit euch? Wie sieht es innerlich bei euch aus? 2x0-1 verloren. Wie baut ihr euch wieder auf? Ja, das verfolgt uns ja schon über die ganze Saison, dass wir einige Rückschläge erlitten haben. Aber wir haben auch schon immer wieder gezeigt, dass wir da rauskommen. Und wir werden uns nie unterkriegen lassen. Wir wissen jetzt noch die letzten 4 Spiele, wo wir jedes Spiel einzeln für sich sehen, dass wir da als Team
trotzdem weiterhin zusammenbleiben müssen und das auch tun. Das sieht man Tag für Tag im Training. Keiner lässt da irgendwie abreißen oder sonst was. Also wir sind da voll intakt und gehen dann das Spiel auch so am Samstag an und wissen, dass wir in jedem Spiel in der Lage sind, den Gegner zu schlagen. Um nochmal nachzuhaken, merkt ihr aber auch den Druck, es sind nur noch 4 Spiele. Ja, das wissen wir, aber Rechenspiele, das bringt uns sowieso nichts, das hat noch nie was gebracht, deswegen überlassen wir das anderen. Wir fokussieren uns voll auf uns und voll auf das Spiel gegen Greuther Fürth. Manuel Heuscher, bitte. Noch eine Frage an den Trainer. Ich erinnere mich daran, das Fürth-Spiel war ja zum einen die Premiere und es wurde für Sie mehrfach auch daran gefragt, natürlich mit dem Nürnberger Hintergrund, dass es dann auch eine besondere Partie ist. Jetzt gibt es ja mehrere besondere Konstellationen, aber spielt das in Ihren Überlegungen trotzdem immer noch mal eine Rolle, wenn man dann gegen Fürth spielt? Damals war es natürlich auswärts, ich denke mal immer noch was Spezielleres, weil es eben so nah beieinander liegt. Ja, deswegen ist Rico ja auch hier, das hört man ja. Ne? Das hat das ja noch verinnerlicht, ich glaube. Ich kann das nicht ganz wegschieben. Ne? Das ist schon eine gewisse Prägung aus Clubzeiten. Aber das hat natürlich nichts mehr damit zu tun, ne? weil Fürth im Grunde genommen jetzt auch eine ganz andere Mannschaft hat. Nein, ich denke es eher so, dass wir wirklich noch eine Rechnung offen haben, weil wir ein Spiel verloren haben in Fürth, was wir niemals hätten verlieren sollen. Wir haben es ja, ne? Und da kann man ansetzen. Andererseits ist auch schon wieder viel Wasser durch die Elbe geflossen. Ne? Jetzt ist auch wieder eine andere Situation. Dadurch, dass der Mittelstürmer der Fürther wegbricht und ein wichtiger Mann mit Keita Rühl, ist auch nochmal eine andere Situation. Auch für uns nicht ganz einfach, weil man sich dann noch wieder neu einstellen muss. Der Gegner, das muss ich leider auch so sagen, spielt für uns am Samstag nicht die ganz, ganz große Rolle, sondern da geht es nur um uns. Es geht um uns, um unseren absoluten Siegeswillen, dieses Spiel gewinnen zu wollen und auch zu gewinnen. Das ist eigentlich alternativlos in unserer Situation, weil wir jetzt hier zu Hause natürlich auch so ein bisschen gegensteuern müssen, dass wir nicht in Depression verfallen, weil dafür gibt es noch keinen Grund. Wir haben noch das Heft des Handelns fest in unserer Hand und wir können alle unsere Ziele noch erreichen. Und dafür müssen wir natürlich am Samstag hier gewinnen und dementsprechend müssen wir alle Kräfte bündeln. Und da müssen wir uns auch nicht hinter verstecken. Das ist ja auch normal im Sport. Ne? Also, da muss man sich auch mal strecken. Da muss man sagen, so, wir müssen. Und ich denke, am Samstag müssen wir. Und da bin ich auch kampfeslustig genug zu sagen, so, wir nehmen das Spiel als echte Chance. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir das hier auf die Beine kriegen. Michael Nowak. Im letzten Spiel sind ja drei wichtige Spieler mit Türpitz, mit Kirchhoff, mit Erdmann. Erdmann weggebrochen. Ich habe unter der Woche nie von Ihnen irgendwie das Argument gehört, dass das vielleicht auch ein Teil von dem sein könnte, warum man da verloren hat. Also es gab da keine ja, es war aber so. Fakt ist eins, diese drei sind wichtig. Zwei davon könnten jetzt zurückkehren. Was denken Sie, steigen dadurch jetzt, sagen wir mal, die Siegchancen? Wird da einiges von dem zurückkehren an Stabilität, was jetzt in Regensburg gefehlt hat? Grundsätzlich bin ich schon ein Freund davon, dass wir auf Bewährtes zurückgreifen können. So entsteht ja auch eine Mannschaft. Und natürlich sind das wichtige Spieler gewesen, die Sie aufgezählt haben, die auch gerade, weil sie in der Zentrale spielen, auch einen Teil des Spiels ausmachen, natürlich. Aber andererseits bin ich auch ein großer Freund davon, eine Mannschaft als Ganzes zu sehen. Dementsprechend halte ich mich da sehr bedeckt, irgendwie dann da irgendwo zu sagen, der eine fehlt, der andere fehlt, weil jeder hat so seine Qualität. Bei Erdmann ist es einfach, der kommt zurück, hatte nur eine gelbe Karte oder eine Kartensperre, da gliedert er sich normal wieder ein. Und bei Jan Kirchhoff denke ich mal, das wissen wir alle, dass der schon einen Unterschied ausmacht und wenn er spielen kann, dass er uns natürlich dann hilft. Bei Philipp ist es natürlich so, der wird nicht spielen können, also das ist ja klar. Insofern sind wir da natürlich froh darüber, wenn die beiden zurückkommen. Dementsprechend bleibt es aber dabei. Wir haben noch genügend Alternativen, gerade im Spiel nach vorne. Da haben wir noch viel Luft nach oben und das müssen wir jetzt zusammenbauen und dann hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Ja, klar kann man das lösen. Das ist ja auch eigentlich schon gelöst. Ne? Marius Bülter kann das spielen, da kann Steven Leverand spielen, Rico könnte da auch spielen. Also die Position an sich kriegen wir schon aufgefüllt. Es geht halt immer um die Breite einfach auch. Ne? Man muss ja immer gucken, was macht man, wie reagiert man. Und insofern
brauchen wir Offensive, weil wir müssen Tore schießen. Gibt es weitere Nachfragen? Dann vielen Dank. Wir schließen die Pressekonferenz und sehen uns Samstag 13 Uhr. Danke sehr.